Hallo und herzlich willkommen hier im Forum der Bundeskunsthalle zum Bonner Wirtschaftstag. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wussten Sie eigentlich schon, dass es in Deutschland nur noch weniger als 10 Betriebe gibt, die Schirme handwerklich herstellen können? Die meisten kommen inzwischen aus Billigländern wie China und Co. und halten nicht wirklich was aus. Dabei könnten wir einen sturmresistenten oder auch wie heute einen schattenspendenden Schirm in Zukunft vielleicht mehr brauchen denn je. Kommt ganz aufs Wetter an. Wie ist das mit dem Wetter und dem Klimawandel? Und was hat das alles mit Wirtschaft zu tun? Darüber wollen wir in der nächsten Stunde mit 4 Experten reden. Einer musste leider kurzfristig absagen, Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, Gründer des Wuppertal-Instituts und Co-Präsident des Club of Rome, hat sich einen Oberschenkelknochen gebrochen und kann deswegen leider nicht hier sein. Vielleicht guckt er uns ja im Livestream zu. Dann schön, dass Sie auch mit dabei sind und von hier aus gute Besserung. Zum Glück war Professor Dr. Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertal-Instituts, sofort bereit einzuspringen. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Das Wuppertal-Institut, Herr Professor Fischedick, da müssen Sie mir kurz helfen. Also ich würde sagen, das ist ein Think Tank, wenn es darum geht, Ansätze und Lösungen für einen ökologischen, ökonomischen und nachhaltigen Umbau von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anzuschieben, hinzubekommen. Trifft es das oder würden Sie noch was ergänzen? Ja, das trifft ziemlich gut. Also wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut, seinerzeit auf Bestreben der Landesregierung des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau gegründet worden. Und was wir heute machen, ist im Wesentlichen Beschäftigung mit Transformationsfaden in wesentlichen Sektoren, im Energiesystem, im Mobilitätssystem, im Bereich der energieintensiven Industrie, aber auch in Städten. Und insofern trifft es das ganz gut, was Sie hier vorweggeschickt haben. Danke, dass Sie da sind. Dr. Joachim Claßen ist promovierter Meteorologe und Geschäftsführer der Wetter Online GmbH. Er ist der Mann, der 1996 als erster ein Wetter-Startup gegründet hat. Damals noch an der Uni Bonn wollte er das physikalisch hochkomplizierte Thema Wetter einfach und verständlich für jedermann darstellen. Das hat geklappt. Mit seinem Regenradar leistete er echte Pionierarbeit. Willkommen bei uns. Wolfgang Wiedlich ist Leiter des Kultur- und Wissensmagazins Journal beim Bonner Generalanzeiger. Im Sport ist er leidenschaftlicher Basketballfan und Präsident der Telekom Baskets. So, studiert hat er Geografie. Mit dem Klimawandel befasst er sich seit mehr als 20 Jahren. Wenn Sie also im Generalanzeiger etwas über Klimaschutz und Nachhaltigkeit lesen, dann ist es meistens von ihm. Schön, dass Sie hier sind. Und last but not least Marco Westphal, Geschäftsführer der Stadtwerke Bonn, SWB, die zu jeder Zeit mittendrin im Wettergeschehen stehen. Ob Sonne, Wind, Regen, Sturm, Hagel, immer müssen die Stadtwerke Bonn das alles auf dem Schirm haben. Zumal auch Bus- und Bahnverkehr in Bonn in der Verantwortlichkeit der SWB liegen. Herzlich willkommen. Das Wetter war heute super schön, aber der Winter war lang und grau und ungemütlich. Man hatte das Gefühl, der Frühling kommt gar nicht mehr. Wie fanden Sie das heute mit dem plötzlichen Sommereinbruch? Ja, jetzt aber mal. Ja, natürlich eine schöne Abwechslung. Ich war leider viel unterwegs heute. Insofern habe ich mir aus Zügen das schöne Wetter angeguckt. Aber auch dann ist es natürlich schöner, wenn man den blauen Himmel schaut, als wie die Winter und die ersten Frühjahrswochen immer in grauen Nieselregen schauen muss. Also ich fand es gut und was so stimmungsaufhält. Ja, so, das ist in der Tat so. Die Psyche hält auf und ich habe das getan, was ich immer mache bei so einem Wetter. Verdeck auf, Jazz rein. Und so eine kleine Cabrio-Tour durch Bonn. Nee, nicht Cabrio. Ach so, verdeckt, so Schiebedach. Verdeckt, Schiebedach. Ah, okay. Ja. Ah, immerhin, habe ich auch gemacht heute auf der Fahrt hierher. Ja, also ich bin auch eigentlich selber Sonnenliebhaber. Deshalb finde ich das Wetter heute natürlich toll. Geschäftlich ist das eigentlich gar nicht so gut, wenn so viel Sonne scheint und das Wetter so gut ist. Können Sie sich vorstellen, Regenradar, Wetter nicht so gut. Da reden wir gleich noch drüber, ja. Das ist ganz klar und trotzdem freue ich mich natürlich über das schöne Wetter, weil ich auch selber dann gerne draußen was unternehme. Wenn es kalt ist und regnet, kann man eigentlich viel besser arbeiten, weil man dann gar nicht raus will und dann arbeite ich halt auch von morgens bis abends, aber bei so einem Wetter fällt das dann schon schwerer, im Büro zu sitzen.
Herr Westphal, schon das erste Eis gekauft heute, ein Hörnchen mit drei Kugeln. Nee, das Eis nicht, also, ne, sondern aber aufs Fahrrad gesetzt und von den Stadtwerken, die ja in der Nähe von der Beethovenhalle ihre Firmenzentrale haben, schön am Rhein mit dem Fahrrad hierher gefahren. Also insofern das Wetter durchaus schon genossen. Sie sind auch mit dem Fahrrad da, ja, ne? Warum funktioniert, auch nochmal Frage an alle, warum funktioniert das Thema Wetter so gut? Egal, ob man Freunde hat, im Bekanntenkreis unterwegs ist oder auch mit wildfremden Menschen. Das Wetter geht immer als Smalltalk-Thema. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Fußball. Da hat halt jeder eine Meinung zu, es erlebt jeder. Und ne, so wie es eben 82 Millionen Bundestrainer gibt, so gibt es eben auch 82 Millionen Wetterexperten, die immer da was zu sagen können. Und natürlich ist es auch so, dass ne, im Smalltalk sozusagen einfach natürlich man sich Themen aussucht und wählt, wo eben auch jeder was zu sagen kann. Ne? Und jeder auch so sein Empfinden mitteilen kann. Wir haben in der Redaktion eine lange Liste geschrieben, welche Branchen direkt wetterabhängig sind. Das ging relativ schnell. Tourismus, Logistik, Bau, Landwirtschaft, die vom Wetter abhängig sind. Dann haben wir die Frage umgedreht und gesagt, welche Branche ist denn nicht vom Wetter abhängig? Und da müssen Sie mir helfen, da ist uns nicht so viel eingefallen. Fällt Ihnen eine Branche ein, in der das Wetter gar keine Rolle spielt? Basketball. Okay, aber wenn es dann... Zum Beispiel. Basketball in der Halle. Ja. Naja, war. Wenn man da ja, aber dann gut gemeint. Hinkommt. Weil ist wirtschaftlich nicht bedeutend. Gibt es eine? Ja, die Banken vielleicht. Naja, gut, die Kredit. Nee, es gibt auch Wetterderivate, also das gibt es auch. Verstehe. Daher, also wir haben uns zum Schluss darauf geeinigt, dass eigentlich überall da, wo Menschen arbeiten, spielt Wetter immer irgendwie eine Rolle. Ob ich da dann hinkommen kann, ob ich draußen arbeiten kann, ob ich schlechte Laune habe, was auch immer. Bei den Baskets immer arbeiten die nicht, das spielen die noch nicht. Ja, okay. Herr Westphal, wie muss ich mir das vorstellen? Bei den Stadtwerken Bonn schlägt jemand die Zeitung auf oder guckt Wetter online oder was auch immer und dann legt er so einen Hebel um? Natürlich nicht, aber wie geht's? Wie funktioniert das? Ja, also wenn wir zum Beispiel in unserem Themenfeld uns mit der Frage der Energieproduktion beschäftigen, also wir haben ja hier am Standort Bonn auch ein eigenes Kraftwerk und überlegen uns natürlich schon, ne, wie wird der Absatz sein? Und der Absatz hängt natürlich unter anderem vom Wetter ab, insbesondere auch von der Frage, weht der Wind, scheint die Sonne, wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien, der eben ins Netz eingespeist wird und wie fahren wir dagegen, also wie hoch ist der Rest, der sozusagen von unserem Kraftwerk zu produzieren ist und zu welchen Randbedingungen, also insbesondere betriebswirtschaftlichen Randbedingungen, wie hoch stellen sich Marktpreise ein, um dann eben auch Entscheidungen treffen zu können, also fährt das Kraftwerk oder fährt es nicht, produziert es Strom und Fernwärme zusätzlich oder eben auch nicht. Insofern sind wir schon jetzt im Bereich der Energieversorgung auf Wetterdaten, auf Wetterinformationen angewiesen, weil wir darauf eben zum Beispiel unsere Kraftwerkseinsatzplanung schon ausrichten. Wie lange planen Sie denn davor? Wie lange können Sie vorplanen? Also das hängt natürlich von der Verlässlichkeit auch ein bisschen der Wetterdaten, der Wetterprognosen ab. Insofern machen wir das so, dass wir mit so einem Forecast, nennen wir das, also mit einer Vorausschau von 3 Tagen arbeiten. Und natürlich, je näher dann eben die aus der Wettervorhersage, aus der Wetterprognose reales Wetter wird, desto konkreter wird natürlich dann die Einsatzplanung auch jeweils korrigiert. Aber also in der Vorschau betrachten wir da immer so einen 3-Tages-Zeitraum. Wenn man mit erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne, arbeitet, ist man ja besonders wetterabhängig. Da muss man sich darauf einstellen. Langzeitprognosen, die es gibt, sehen mehr Wind und Sturm, aber auch mehr Sonnenstunden voraus. Was heißt das dann fürs Stromnetz? Gut, das ist natürlich ein generelles Thema, dass schon die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien eben auch das Stromnetz vor neue Herausforderungen stellt, vor neue Anforderungen stellt. Das ist in Bonn nicht anders als in anderen Städten, anderen Regionen der Bundesrepublik Deutschland auch. Wenn man zum Beispiel auch so ein Thema mit hinzunimmt und sagt, Elektromobilität soll gefördert werden, ne, wir können ja von den Zielen der Bundesregierung, könnte man ja runterbrechen, wie viele Elektroautos bedeutet das für Bonn. Und wenn man dann sagt, okay, die werden dann eben auch durch das Bonner Verteilungsnetz
Verteilnetz mit Energie, mit Strom versorgt, dann ist es natürlich schon so, dass man da sehr genau gucken muss, ob das am Ende auch mit der heutigen Netzkapazität, mit der Netzauslastung realisierbar ist. Und da werden schon auch Mechanismen notwendig werden, wo man sagt, das muss eben auch stärker von der Last her gesteuert werden. Also vermutlich wird es so sein, dass man schon auch unterschiedliche Preise, unterschiedliche Zeiten haben wird, wo, wenn jemand sein Elektroauto laden möchte, das schon auch von Wettersituationen an einem konkreten Tag dann auch abhängig sein kann, perspektivisch. Bei den erneuerbaren Energien, kann man da denn überhaupt vorplanen? Also sind es die gleichen Zeiträume oder kann man schon so lange vorplanen, wie sich das verändern wird? Wenn man jetzt den Zeitraum sehr weit ausdehnt, ist natürlich das Problem, dass einfach diese Wetterdaten natürlich auch in dem Sinne dann nicht vorliegen. Hinzu kommt es ja, dass im Moment ja das deutsche Energiesystem so aufgebaut ist, dass es eben den Vorrang der erneuerbaren Energien gibt. Das heißt eben die eingespeisten Solarmengen und auch die Windmengen, die dann kommen, die werden ja auch zuerst im System dann entsprechend untergebracht. Und insofern hängt das ja, also ist das nicht eine Frage, wie lange die Wetterprognose jetzt im Vorfeld möglich ist. Ne? Wie wichtig sind denn Speicher für erneuerbare Energien? Wie geht das? Werden ja zunehmend wichtiger, einfach um eben diese unterschiedlichen Energiemengen, die aus den Erneuerbaren entsprechend kommen, dann auch das ein bisschen auszugleichen und zu nivellieren. Was wir zum Beispiel in Bonn auch durchaus schon merken, ist, dass es vermehrt Kunden gibt, die danach fragen, ob es eben zum Beispiel eine Kombination geben kann aus einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Speichermöglichkeit oder einer Photovoltaikanlage kombiniert mit einem Elektroauto, was man auch ein Stück weit ja auch als Energiespeicher nutzen kann, eben genau dann auch eben sein eigenes Elektromobil zu laden, wenn eben die Sonne scheint und man es ansonsten gerade nicht benötigt. Also da merken wir schon, dass da auch die Bonner Kunden, die Bonner Bürger vermehrt nach solchen Lösungen auch fragen und wir uns eben auch mit unseren Produkten so versuchen aufzustellen, um eben auch diese Nachfrage bedienen zu können. Die Produkte haben sich ja verbreitert. War früher Ihre Branche sozusagen gemütlicher? Ist es heute schwieriger, anstrengender darin zu arbeiten? Also die Anforderungen jetzt mal an Energiewirtschaft insgesamt sind auf jeden Fall in den letzten Jahren, haben die sich massiv verändert. Also alleine wenn man jetzt auch an die ganze Wettbewerbssituation denkt, also früher war es ja so, dass eben man mehr oder minder gezwungenermaßen Kunde seines eigenen Stadtwerkes war. Das ist ja alles nicht mehr so, sondern wir sind ja in einem vollkommen liberalisierten Strom- und Gasmarkt unterwegs. Es haben sich die Regulierungsanforderungen deutlich verändert, also ne, wo man eben gesagt hat, Netze sind, Bundesnetzagentur ist ja quasi, sitzt ja vis-à-vis, dort gibt es erhebliche regulatorische Anforderungen, die uns treffen und eben genau diese ganzen Themen, erneuerbare Energien, ganz veränderte Kundenwünsche, also insofern die Energiebranche ist auf jeden Fall in einem ganz starken Umbruch, in einem ganz starken Transformationsprozess drin. Also insofern gibt es auch viele Anknüpfungspunkte, wo auch Energiebranche sich auch ganz bewusst beraten lässt oder beraten lassen muss, einfach weil das auch solche Veränderungen sind, wo man sich schon auch als Unternehmen einfach fragen muss, können wir das von uns heraus alleine uns da positionieren oder holt man sich auch ganz bewusst eben da auch Unterstützung und Hilfe? Zum Beispiel beim Professor Fischedick. Ich wollte eigentlich auf einen zusätzlichen Trend noch hinweisen, der die Komplexität der Energiewirtschaft noch mal ein Stückchen weit potenziert, nämlich die ganze Digitalisierung mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, den neuen Anforderungen, die kommen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, natürlich auch die Anforderungen an Energiedienstleistungen, die Unternehmen wie die Stadtwerke Bonn und andere dann auf der Zeitachse bereitstellen müssen. Das macht nochmal die Herausforderung dieses Transformationspfades im Bereich der Energieversorgung deutlich. Aber hilft natürlich auch verbunden mit jetzt guten Wetterprognosen, um zum Beispiel diesen großen Anteil der erneuerbaren Energien ein Stückchen weit auch in den Griff zu bekommen. Denn wenn wir hier vor 10 Jahren gesessen hätten, hätte uns wahrscheinlich keiner geglaubt, dass wir heute mit deutlich über 30% erneuerbaren Energien im Bereich des Stromerzeugungsmixes ein Netz verfügbar haben, was tatsächlich stabil ist. Das hätte man vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten. Und ein Grund, warum das so ist, sind unter anderem eben verbesserte Prognosen, dass man heute vorplanen kann, wie viel Wind, wie viel Sonne, strombasiert in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Und dann kann man natürlich die Kraftwerkseinsatzplanung besser machen. Dann kann man versuchen, die Nachfrage ein Stückchen weit anzupassen. Und das war vor 10 Jahren alles nicht denkbar. Also da hat eine verbesserte Prognosefähigkeit und auch Digitalisierung ein Stückchen weit geholfen, das in den Griff zu bekommen. Und das muss auch in Zukunft weiterhelfen, weil wir wollen diesen Anteil der erneuerbaren Energien, um diesen Transformationspfad in Richtung Klimaschutz auch zu beschleunigen, verdoppeln
Das ist das Ziel der Bundesregierung bis 2030. Also insofern kommt noch mehr Komplexität und Dynamik in dem Bereich der Energiewirtschaft und in zentrale Player wie Stadtwerke. Sie haben schon die Konkurrenz genannt bei diesen Aufgaben, die Sie jetzt da stemmen müssen, die ja nicht kleiner werden. Schaffen Sie das denn alleine gegen Energieriesen wie RWE, E.ON und Vattenfall? Also wir positionieren uns ja ganz bewusst so, dass wir mit dem Slogan unter anderem unterwegs sind, wir für hier, also wo wir ja ganz bewusst auf die Marke in Bonn setzen, auf die Lokalität setzen und sagen, auch das, was eben an Energiegewinnen erwirtschaftet wird, das kommt ja auch hier in Bonn den Bürgern wieder zugute. Und eben anders als jetzt bei RWE oder E.ON geht es eben nicht an irgendwelche dahinterstehenden Aktionäre, dahinterstehenden Fonds, sondern das Geld, was hier verdient wird, kommt ja eben auch den Bonner Bürgern wieder zugute. Und wir erleben schon, dass das auch von den Bürgern, von unseren Kunden honoriert wird. Also insofern, klar ist die Konkurrenzsituation da, aber genau mit dem Argument erleben wir auch, dass es da eine hohe Akzeptanz gibt. Jetzt muss ich Sie noch fragen, die ÖPNV, also der öffentliche Nahverkehr, gehört ja auch zu Ihnen, Busse und Bahnen. Und mir fällt immer auf, es fällt ein bis zwei Schneeflocken fallen vom Himmel und plötzlich stockt alles, der Fahrplan funktioniert gar nicht mehr. Warum ist das so? Ja, also mit dem Augenzwinkern liegt das, glaube ich, daran, insbesondere in Bonn, dass alle die mit dem Auto unterwegs sind, wissen das, sobald in Bonn die ersten zwei Schneeflocken fallen, wissen die Menschen irgendwie nicht mehr, dass sie ja ihre Winterreifen montiert haben und vergessen dann, dass sie auf der rechten Seite ihr Gaspedal haben und damit entstehen einfach Stausituationen, die dann natürlich auch wirken auf die Busse, die eben dann genau den gleichen Stau stehen, in dem dann eben auch alle Menschen stehen, die dann mit ihrem Pkw unterwegs sind. Hinzu kommt in Bonn vielleicht ein bisschen die Situation, dass wir ja so eine Tallage haben mit entsprechenden Hangsituationen, also dann hoch zur Basketzeile, zum Brüser Berg. Das ist eben mit entsprechenden Steigungsstrecken auch verbunden. Je nachdem, wie dann Glatteis-, Blitzeis-Situationen sind, führt das dann eben zu betrieblichen Einschränkungen. Aber die liegen ja Gott sei Dank hinter uns. Wir gehen ja jetzt in die warme Periode. Jetzt wird es schön, jetzt wird es warm, jetzt wird alles pünktlich bleiben. Sowieso. Herr Professor Fischedick, mit unserem Klima in Deutschland, mit dem Wettermix, den wir haben, Sonne, Niederschlägen und Wind, stehen wir da nicht eigentlich ganz gut da, obwohl alle immer über das Wetter schimpfen? Also ich glaube, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern haben wir natürlich schon eine gute Situation, dass wir sehr wenige Wetterextreme haben. Denken Sie an die großen Hurrikane in den USA oder auch in asiatischen Ländern. Also wir haben natürlich auch zunehmend Starkregenfälle, aber im Verhältnis zu dem, was wir in anderen Ländern sehen und ja auch wöchentlich quasi durch die Nachrichten transportiert bekommen, ist, glaube ich, die Situation hier in Deutschland noch relativ gemäßigt. Wir müssen uns allerdings darauf einstellen, dass mit einem sich verändernden Klima, jetzt da nicht dem Wetter, sondern mit dem Klima, was wir sozusagen langfristige Trends dann auch widerspiegelt, dass auch in Deutschland Wetterextreme zunehmen werden, also starke Regenfälle zunehmen werden und auch Hitzewellen zunehmen werden. Kommen wir zu unserem Wetterexperten, Herrn Dr. Klaassen. Sie haben sich schon als Kind für Wetterbeobachtung interessiert. Stimmt das, was ich gelesen habe? Sie haben im Garten Ihrer Eltern schon kleine Wetterstationen? Ja, es war sehr primitiv. Also da gab es, oder wir haben auf jeden Fall nicht so ein tolles Ding gekauft, was es heute gibt. Das war einfach eine eckige Schüssel, wo ich dann den Regen gemessen habe. Und Temperatur wurde halt morgens, mittags und abends um 21 Uhr gemessen. Der Wert von 21 Uhr verdoppelt, das Ganze dann summiert durch 4, dann war das der Tagesmittelwert. So hat man auch ganz früher. Ist schon weit vorne, wäre ich nicht drauf gekommen. Wird berechnet. Ja, es war eine reine manuelle Beobachtung. Ne? Und das habe ich so 2-3 Jahre lang gemacht. Ja. Selber wann war Ihnen denn? Gezeichnet und so. Dann haben Sie auch Meteorologie studiert. Ich habe promoviert, dann genau. Wann kam Ihnen denn die Idee, dass es eine gute Geschäftsidee ist, Wetter online zu machen? Ich weiß 1996, aber wo waren Sie da in Ihrem Leben? 1996 war ich kurz vorm Abschluss der Promotion und hatte praktisch eine Option, weiter in der Forschung zu bleiben, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Weil das Forschen fand ich schon sehr interessant und auch das selbstständige Arbeiten in der Forschung. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie auch gesehen, dass eigentlich eine ganz große Nachfrage nach Wetterinformationen besteht. Das Wetter ist aber nun mal so gestrickt, dass es sich eben sehr schnell ändert. Und zwar zeitlich als auch räumlich und es eben sehr vielfältig ist. Und dafür brauche ich letztendlich ein Medium, was das richtig darstellen kann, was das rüberbringen kann. Und das klassische Medium Fernsehen und Rundfunk und Zeitung
ist nicht dafür geeignet, so ein Thema wie Wetter, was sich eben so schnell ändert und auch so verschieden ist, darzustellen. Und das war ja die Zeit Mitte der 90er Jahre, wo an den Universitäten das Internet dann da war schon. Aber von Internet wusste sonst noch kaum einer was. Und ja, ich habe dann einfach aber das Internet ja schon kennengelernt an der Uni und habe dann auch ganz klar gesehen, also das Wetter muss ein Medium haben, was eben hochaktuell ist, also praktisch in Realtime was machen kann und wo eine Interaktivität da ist. Das habe ich ja bei einem Sender, bei einem Fernsehsender oder beim Rundfunksender nicht, da geht es ja nur in eine Richtung. Und in Amerika gab es ja und gibt es weiterhin den Weather Channel, wo also ein Fernsehsender da ist, wo nur den ganzen Tag Wetter läuft. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, aber dann sitzt man natürlich vielleicht gerade zur falschen Zeit davor. Man will gar nicht das Wetter wissen, was da gerade kommt. Und von daher war mir klar, es muss ein Medium sein, was in beide Richtungen geht, dass ich also das auch abrufen kann. Aber Ihnen war noch nicht klar, dass, oder Sie haben noch nicht die Vision gehabt, oh, irgendwann wird jeder ein Smartphone haben, das hätte ich sicherlich anders genannt, aber wird jeder was bei sich tragen, wo er immer drauf zugreifen kann? Überhaupt das hatten Sie nicht? Nee, ich habe eigentlich nur gesehen, irgendwie, dass das Medium, dass das Internet, was es an der Uni gab, dass das eigentlich das Richtige ist, um auch jedermann das Thema Wetter ja, nahe zu bringen praktisch. Und verständlich zu machen. Nur das gab es eben nicht für alle Haushalte und das war dann erstmal doof und dann habe ich erstmal weitergeguckt. Aber es kam mir dann relativ schnell. Ja, aber da war noch ein Zwischenschritt. Es gab nämlich von der Deutschen Telekom den sogenannten Bildschirmtext, BTX. Und das war so ein Quasi-Internet. Ne? Das war so eine, das war schon auch aktuell und interaktiv. Aber es waren halt nicht das heutige Internet. Und dann kam das halt so langsam in die Haushalte mit AOL und ich bin schon drin und Boris Becker und so. Dann wurde das eben publik und verbreitet. Und dann habe ich mit einem Kollegen zusammen auch die Technik gewechselt. Das BTX war eine Einbahnstraße, das war kein HTML, keine Webtechnik. Dann sind wir eben gegangen auf Webtechnik. Ja, und dann haben wir eben das wetteronline.de praktisch angefangen von der Pike auf. Ein richtiges Wetter-Start-up. Sie waren der Erste, wenn ich das richtig weiß. Ja, also wie groß ist die Konkurrenz heute? Wie viele gibt es heute? Also den Begriff Start-ups gab es zu der Zeit gar nicht. Gibt es auch noch nicht, ja. Also der kam sozusagen danach. Aber im Prinzip waren wir das natürlich. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar weitere Wetteranbieter. Aber es zeigte sich dann auch ganz klar, dass eben online das richtige Medium ist für das Thema Wetter. Und so kam dann der Name auch zustande, Wetter Online, also der Name ist praktisch Programm. Was sind denn die Zutaten, aus denen Sie das Wetter machen? Also wie funktioniert das? Satelliten? Satelliten zum Beispiel. Satelliten sind sehr wichtig, weil bevor man eigentlich überhaupt sagen kann, wie es Wetter wird, muss man erstmal eigentlich wissen, wie es ist. Das ist insbesondere wichtig für die kurzfristige Vorhersage und das ist auch das, was Regenradar und Wetterradar so beliebt machen. Wir sehen das ja auch an den Aufrufen. Die Aufrufe sind ja besonders dann stark, wenn das aktuelle Wetter gerade besonders interessant ist, wenn es also viel regnet, wenn es Schnee gibt, wenn im Sommer Gewitter sind, wenn Action ist sozusagen beim Wetter, dann ist eine hohe Nachfrage da. Und nicht, wenn in 3 Tagen irgendwas vielleicht mal passiert, sondern was jetzt gleich kommt. Kann ich jetzt gleich rausgehen mit dem Hund oder werde ich nass? Kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder nehme ich das Auto oder fahre ich mit der Bahn? Und das sind so die Fragen und da will man halt jetzt wissen, was passiert gleich. Und um das zu beantworten, was passiert gleich, muss man erstmal wissen, was ist jetzt gerade. Also was habe ich jetzt für Niederschlag? Habe ich überhaupt Niederschlag? Wie stark? Habe ich Regen oder Schnee? Wolken, Sonne, Temperaturen. Und dafür nehmen wir unter anderem auch Satellitendaten. Das ist schon eine sehr wichtige Quelle. Für den Niederschlag nehmen wir auch Radardaten.
Es gibt noch Beobachtungen. Das ist dann der berühmte Regenradar. Sie haben eben das mit dem Hund schon erwähnt. Ein Kollege aus der Redaktion ist völlig begeistert von Ihrem Regenradar, weil er sagt, ich kann da drauf gucken und dann weiß ich, ob ich in 10 Minuten besser gehe oder besser nicht gehe mit dem Hund. So, das ist ja schon sehr praktisch. Dann haben wir das Regenradar noch zum Wetterradar erweitert, dass man eben nicht nur den Regen sieht, sondern man kann auch noch unterscheiden zwischen Regen und Schnee. Man kann auch sehen, wo sind Wolken, wo ist Sonne. Was auch gerade sieht man ja, die Leute sind alle begeistert von der Sonne, also es ist auch eine Nachfrage da nach Sonne und Wolken. Oder auch im Sommer, wo sind gerade Gewitter, bin ich in Sicherheit oder zieht das gerade auf mich zu oder zieht das an mir vorbei, das kann man alles wunderschön sehen in so einem Wetterradar. Ja, und die Satellitendaten, die analysieren wir. Es ist halt so, das ist, muss man wirklich betonen, dass die ganzen Input-Daten, die wir bekommen und die wir verarbeiten in Echtzeit, das sind eben noch nicht so die fertigen Sachen, die der Nutzer am Ende sehen will, sondern ein Satellit, der misst halt bestimmte Spektralbereiche, wie die Erde dann strahlt, und daraus muss man dann erstmal ableiten, sind das jetzt Wolken oder ist das, die kann man nicht unbedingt immer als Wolken identifizieren, sind die Wolken vielleicht auch durchsichtig, dass die Sonne noch durchscheinen kann. Was machen wir nachts? Da ist es dunkel, da will man auch wissen, sind da Wolken oder nicht. Das haben wir immer weiter verfeinert, diese Techniken, um die verschiedenen Satellitendaten so zu analysieren, um das Beste rauszubekommen sozusagen. Herr Wiedlich, das ist vielleicht jetzt ein bisschen gemein, aber wenn Sie hören, wie genau und wie ein Regenradar innerhalb von 10 Minuten und sehen dann die Wetterseite, die in der Zeitung ist. Ich weiß nicht, wann Sie Andruck haben, 10 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr? Bisschen später. 11 Uhr, ja. Ist immer früher geworden, ja. Also ist dann die Zeitungswettervorhersage vor, ich weiß nicht, wie viele Stunden gedruckt, nicht sehr old school und so, geht jetzt eigentlich gar nicht mehr? Da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Online ist das ideale Medium für die Wettervorhersage. Aber trotzdem, Papier eignet sich eher für den Klimawandel. Ja, da kommen wir auch noch drauf. Aber was das grundsätzlich das Thema Wetter betrifft, das hat mich auch beschäftigt, das werden Sie bestimmt auch bestätigen können. Wetter ist ja nicht nur ein Thema, über das man immer schön reden kann, sondern das Interesse am Wetter, frage ich jetzt mal, scheint ja enorm zugenommen zu haben. Früher gab es in der Tagesschau eine Karte und da waren dann eben die Symbole drauf. Und heute gibt es Wetter vor 8, da wird 5 Minuten über das Wetter geredet. Heute im Radio ist mir aufgefallen, andauernd wird da zu dem Wettermann geschaltet und dann wird noch was erzählt. Und das ist noch harmlos, wenn Sie mal in Amerika sind, da geht es ja von morgens bis abends. Da gibt es einen eigenen Wettersender, ja. Ja. Ist das auch ein Thema in der Zeitung, was dann natürlich, wenn sich irgendwas ändert, wo man dann auch Reportagen drüber macht? Wetter Online wird das vielleicht bestätigen können. Die Monate nahen ja jetzt wieder, Mai, Juni, mit diesen extremen Niederschlägen. Dann fahren die Reporter alle raus, das ist klar. Letztes Mal waren sie, glaube ich, verstärkt in Godesberg Süd und in Wartberg und Grafschaft. Ja, aber das kann man nicht schlecht vorhersehen, ne, ja, wo es einschlägt. Ja. Herr Klassen, wie sieht denn die Wetter-App man kann nicht so lange Prognosen machen beim Wetter, nicht und da vielleicht auch nicht, aber wie sieht die Wetter-App in 3 Jahren aus? Was können Sie sich vorstellen, was da noch rauszuholen ist? Ich habe schon noch Ideen, aber die will ich nicht alle verraten. Also, aber eine. Ja, also ich weiß das natürlich auch nicht, wie die, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Handynutzung bleibt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt stattdessen alles über die Brille macht oder sich irgendwas implantieren lässt oder so. Also die Handynutzung ist einfach schon natürlich so eine Revolution gewesen, weil es einfach ein Gerät ist, was man bei sich tragen kann, was eben handlich ist und was immer aktuelle Informationen verfügbar macht. Ja, wir werden natürlich versuchen, die Sachen noch besser aufzubereiten, und es gibt immer noch genug, also ich ärgere mich oft genug darüber, dass wir daneben liegen, also fast ständig. Also, wie oft kriegen Sie denn eigentlich Briefe oder eine Mail oder so, hat überhaupt nicht gestimmt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, da kümmern sich inzwischen schon andere drum, also wir kriegen hunderte Zuschriften. Das dann pro Tag. Doch. Also ja. Das, klar. Von der Webseite, über die App. Nein, aber es ist natürlich schon so,
dass es nicht nur darum geht, in welchen Medien macht man das, sondern wir haben natürlich auch den Ansporn, einfach besser zu werden. Und wenn ich halt sehe, da liegen wir jetzt irgendwie daneben und ich sehe gleichzeitig, wie man es hätte besser lösen können, dann ärgere ich mich. Und dann versuche ich das direkt montags wieder zu ändern, wenn ich das am Wochenende gesehen habe. Also das ist eigentlich ein Prozess, wo man noch unheimlich viel machen kann, in der Weiterberechnung der Daten, die wir halt vornehmen. Also jetzt spreche ich vor allem eben von dem, wir nennen das Nowcast, also das ist eine Mischung aus Now und Forecast. Das Nowcast ist die Vorhersage für jetzt gleich. Das ist eben, da können Vorhersagemodelle gar nicht so viel bringen, weil die berechnen nur die groben Strukturen. Aber ob jetzt das Gewitter in Wachtberg runterkommt gerade oder ob das jetzt in Grau-Rheindorf runterkommt, das sehen Sie halt schon dann kurzfristig vorher, wenn man halt sehen kann, wie sich da so Zellen entwickeln. Und da kann man noch, bin ich von überzeugt, auch noch sehr viel machen und das noch verbessern. Also die Luft nach oben ist noch riesig, was man noch alles verbessern kann. Und die wird auch immer größer noch scheinbar. Sind denn auch noch andere digitale Kanäle denkbar, die Wetter online bespielen könnte? Alles, was es online gibt. Also es gibt ja inzwischen auch das Ding, mit dem man sprechen kann. Wie heißt das? Alexa oder Google Home. Da haben wir inzwischen, oder sind wir auch jetzt die Ersten gewesen, die da Wetter für anbietet. Also dann spricht die Alexa mit einem und sagt einem das Wetter von Wetter Online. Und das gibt es inzwischen auch mit Display. Das ist natürlich schon was Neues, wo wir auch dann versuchen, ohne dass wir da überhaupt irgendwie nur ansatzweise jetzt irgendwie Einnahmen sehen, letztendlich dabei zu sein, um halt auch neue Entwicklungen dann mitzumachen und auch voranzutreiben. Herr Professor Fischer-Dieck, ist der Einsatz von Wetterprognosen in Bezug auf die Digitalisierung und die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft nicht ein sehr konkretes und eindeutiges Ziel, das wir in Angriff nehmen müssten? Ja, ganz genau. Und ich meine, das Beispiel spricht ja für sich, dass man über Digitalisierung, über verbesserte Prognosefähigkeit eben besser weiß, wie viel Strom aus Sonne, wie viel Strom aus Wind können wir denn morgen, übermorgen und vielleicht auch noch den Tag danach erwarten. So genau sind mittlerweile die Voraussagen und daraufhin kann ich natürlich die Kraftwerkseinsatzplanung machen. Wetterabhängig ist aber natürlich auch das Verbrauchsverhalten. Denken Sie an Klimatisierung, denken Sie an Heizung, das hängt ja alles auch mit dem Wetter zusammen und führt auch wieder zu einer Stromverbrauchskurve, die dynamisch ist, die man abgleichen muss mit den erneuerbaren Energien. Also diese Informationen müssen alle zusammenfließen, möglichst sozusagen Stunden oder Minuten scharf, um halt eine Planung zu machen des restlichen Kraftwerkseinsatzes, um die Systemstabilität auch im Netzbereich sicherzustellen, ob da Ersatzmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Insofern hilft Digitalisierung da ungemein. Aber Grundlage ist natürlich eine bessere Prognosefähigkeit des Wetters, was wir in den nächsten Tagen zu erwarten haben. Ich will mal weg von der relativ kurzfristigen Wetterprognose auf das, was uns in der Zukunft erwartet. Allein in diesem Januar sind zwei Sturmtiefs durch Deutschland gezogen, Friederike und Burglinde. Beide haben Menschenleben gefordert, den Verkehr lahmgelegt, Schäden verursacht, die in die Milliarden gehen. Sind das Wetterextreme, an die wir uns gewöhnen müssen? Die Frage geht an Sie beide. Also wenn man den Klimamodellen Glauben schenkt, dann sind das Wetterextreme, an die wir uns gewöhnen müssen. Zumindest sagen alle Klimamodelle, dass die Anzahl der Wetterextreme zunehmen wird, dass vor allen Dingen aber auch die Intensität der Extreme zunehmen wird. Vielleicht haben wir die gleiche Anzahl von Stürmen, sie werden einfach intensiver werden, oder die gleiche Anzahl von Regenfällen, aber sie werden vielleicht länger dauern oder vielleicht auf die Stunde dann mehr Regen fallen. Also die Intensität wird zunehmen im Bereich sozusagen Stürme, im Bereich sozusagen der Regenfälle, aber auch Zeiten, in denen es trocken ist, sehr heiß ist, und zwar am Stück sehr heiß ist, auch das wird zunehmen, kann man übrigens über die letzten Jahre, Jahrzehnte auch durchaus empirisch schon ein Stückchen weit nachvollziehen. Und alle Klimamodelle sagen im Grunde, dass diese Extreme ein Stückchen weit zunehmen werden, und zwar in allen Klimazonen der Welt. Natürlich mit Unterschieden, weil das Klima ist ein so komplexes Gebilde, dass es nicht eins zu eins sozusagen über den gesamten Globus gleich verteilt, sondern es sind Unterschiede natürlich jetzt, ob ich im Norden, im Süden der Hemisphäre bin, ob ich sozusagen in Russland bin oder ob ich in Europa bin, aber alle sagen im Grunde, die
Extreme werden zunehmen. Insofern, wir haben es uns ein Stück immer dran gewöhnt. Mhm. Sind diese Wetterveränderungen, Herr Wiedlich, aus Ihrer Sicht schon eindeutig die Folge des Klimawandels? Es ist naheliegend, das so zu sehen. Ich sag mal, im Grunde brauche ich gar kein Klimamodell, um mir das verständlich zu erklären. Wenn wir uns alle an den Chemieunterricht früher erinnern, wenn ich Eiswürfel unter irgendeiner Stoffsammlung hatte, passiert in der Regel wenig. Wenn ich einen Bunsenbrenner darunter geschaltet habe, dann passierte sehr schnell was mit Reaktion. Und wir haben einfach durch die Treibhausgase halt mehr Energie im System. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber dadurch passiert eben auch wesentlich mehr. Die Ausschläge werden größer. Wenn man da jetzt mal wieder so einen Wirtschaftsgedanken reinbringt, wirtschaftlich heißt das erstmal, die Risiken werden höher, wenn das Wetter extremer wird. Mein Haus könnte abgedeckt werden, ein Baum fällt drauf oder mein Häuschen steht plötzlich mitten im Wasser. Wird man das überhaupt versichern können? Muss da eine ganze Branche umdenken? Ist jetzt schon im Gange, ne? Ich meine, das, was man jetzt ja schon sieht, sind diejenigen, die sich besonders für den Klimaschutz einsetzen, sind die Versicherungsunternehmen, die Rückversicherer, weil sozusagen wir es da auch schon gesehen haben, jetzt von Jahr zu Jahr ist das ein bisschen unterschiedlich, dass die Schäden, die abgedeckt werden müssen, dass die zugenommen haben. In manchen Jahren weniger, in manchen Jahren mehr, aber die Tendenz zeigt eindeutig nach oben und deswegen sind solche Unternehmen wie die Münchner Rück zum Beispiel eben auch dabei, jetzt neue Dienstleistungen zu entwickeln, neue Versicherungsdienstleistungen zu entwickeln. Aber Sie kennen natürlich durchaus auch die Grenzen dessen, was noch versichert werden kann, weil irgendwann die Schäden vielleicht solche Dimensionen annehmen, dass sie schlicht und ergreifend nicht mehr ohne weiteres versichert werden können. Und wenn wir gerade schon ja ganz am Anfang festgestellt haben, es gibt eigentlich fast keine Branche, die nicht mit dem Wetter zu tun hat, da gibt es eben auch keine Branche, die nicht mit einer Verletzlichkeit des Klimawandels zu tun hat. Ob das jetzt die Energieversorgung ist, Schäden an Infrastrukturen, ob das jetzt der gesamte Logistikbereich ist, wenn unsere Wirtschaftsstruktur, die sehr abhängig ist von Vorlieferindustrien, die nicht aus Deutschland kommen, wenn dort sozusagen Wetterextreme jetzt plötzlich in Bangladesch oder sonst wo sind, dann wird das über die Lieferketten natürlich transportiert in die Wirtschaftsstrukturen unseres Landes. Insofern gibt es eine breite Verletzlichkeit und die letzte Liste könnte ich jetzt beliebig fortsetzen, ob das die Wasserwirtschaft ist, ob das natürlich der gesamte Bereich des ÖPNVs ist oder des Bahnverkehrs. Dafür gibt es ja viele Beispiele der Vergangenheit, wo wir gesehen haben, dass Wetterextreme zuschlagen. Und wenn diese zunehmen, dann werden wir uns immer noch solche Extremereignisse gewöhnen müssen. Und nicht für alles kann man Vorsorge treffen. Obwohl der Treibhauseffekt seit Jahrzehnten Thema ist, produzieren wir nach wie vor munter CO2 und andere Treibhausgase. Es wird nicht wirklich weniger. Industrienationen wie Deutschland haben jede Menge Industrie, Autos und Kraftwerke. Das Erdklima erwärmt sich, haben wir auch schon gehört. Und es gibt ja diese 2 Grad Erderwärmung, die, wenn ich es richtig verstanden habe, aber die Bundesregierung jetzt schon sagt, das kriegen wir gar nicht hin. Der Worst Case liegt bei 6 Grad Erderwärmung. Können Sie mal so ein bisschen anschaulich machen, was das bedeuten würde, egal jetzt zwischen 2 und 6 Grad, aber da, wo es ungemütlich wird oder wo sich sehr viel verändert? Ja? Also ich würde sagen, Sie haben einen wichtigen Zusatz vergessen, im Durchschnitt sich erwärmen. Mhm. Ich glaube, die meisten, man muss sich mal vorstellen, wenn wir anstreben, dass sich die Welt nur um 2 Grad Durchschnittstemperatur erwärmt. Sie hat sich bis heute so zwischen 0,8 bis 0,9 schon erwärmt. Das bedeutet in der Arktis zum Beispiel plus 4 bis plus 5. Und wenn wir die Wetterextreme sehen, die sich bei so einer geringen Erhöhung der Durchschnittstemperatur heute schon zu sehen sind, also da gebe ich ganz offen zu, fehlt mir die Fantasie, mir das bei plus 6 vorzustellen. Also dass die Gletscher schmelzen, die Pole ab, Polkappen schmelzen, all diese Dinge. Ja, wir reden jetzt, aktuell haben wir 0,6 oder 0,8 weltweit, was regional unterschiedlich ausfällt. Und Sie fragen mich, wie könnte die Welt bei plus 6 aussehen? Ja, gibt es Szenarien, ich weiß das nicht, aber gibt es Szenarien, die sich das vorstellen, was das dann für uns heißt? Ja, natürlich gibt es sie, aber sag mal, da reicht alles, was die Dammbauer für die Ost- und Nordseeküste bisher ersonnen haben, nicht aus. Ja, ich glaub, die, das ist eine ganz andere Welt, plus 6. Die Wetterextreme werden wahrscheinlich noch das Harmloste sein. Und ich glaube, das mit dem Dämmen war schon ein wichtiger Hinweis. Das, was man sehen wird, ist natürlich ein signifikanter Anstieg des Meereswasserspiegels.
spiegelt. Da gibt es unterschiedliche Zahlenwerte, die sich zunächst mal nicht besonders groß anhören, eben ein halber Meter oder anderthalb Meter Meeresspiegelanstieg. Wenn Sie jetzt aber berücksichtigen, dass viele Länder, und da meine ich jetzt nicht nur die Niederlande, mit sozusagen unterhalb von normal Null liegen, nochmal Bangladesch oder viele Inselstaaten, die dann im hohen Maße in ihrer Existenz gefährdet sind. Ganz am Anfang natürlich die kleinen Inselstaaten, jetzt im asiatischen Kontext, aber eben auch so Länder wie Bangladesch oder viele Küstenstädte, die gefährdet sind. Und auch das sind nicht nur die niederländischen Städte, die sich vielleicht noch ein Stückchen weit schützen können, sondern viele Regionen, die sich eben nicht schützen können. Also das ist eine Auswirkung, die man berücksichtigen muss, wenn es in Richtung dieser 6 Grad geht. Und 6 Grad, wenn wir dann erreichen, wenn wir im Wesentlichen so weiter wuschteln wie bisher und nicht wirklich zu einer Trendumkehr kommen, was die Treibhausgasemissionen anbelangt, und zwar möglichst schnell kommen. Und jetzt nochmal zu dem 2-Grad-Ziel. Dieses 2-Grad-Ziel ist ja nicht umsonst so gesetzt worden, sondern weil man auch über Klimafolgeabschätzungen zumindest eine Idee davon hat, bei allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, dass man sich an eine 2-Grad-Welt, besser an eine 1,5-Grad-Welt noch wird anpassen können in vernünftigen Zeiträumen. Auch dann wird sich das Klima verändern, auch dann werden Wetterextreme zunehmen oder in einem Maße, sodass man sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit daran wird anpassen können. Auch dann werden sich Vegetationszonen verändern. Aber Vegetationszonen, heißt das dann, dass wir dann hier irgendwann Oliven anbauen und in Sibirien schmilzt der Permafrost und da gibt es Getreidefelder? Ja, da mag ich lieber nicht drüber nachdenken, dass in Sibirien der Permafrost sozusagen auftaut, weil das einen Verstärkungseffekt hat, einen Rückkopplungseffekt hat, weil darin ist Methan gebunden. Methan ist eines der wirksamsten Treibhausgase. Dann würde sich dieser Prozess nochmal beschleunigen, zu sagen, dass das mehr Energie in der Atmosphäre landet, kommt ja durch die Treibhausgase, und das Methan, also CH4, ein ganz wichtiges Treibhausgas, neben dem Kohlendioxid, was bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern freisetzt. Also solche Rückkopplungseffekte sollten wir möglichst vermeiden, und das entspricht vieles dafür, wirklich den Versuch zu machen, die Erwärmung der sogenannten Weltmitteltemperatur auf 2 Grad Celsius, besser 1,5 Grad Celsius, zu begrenzen. Und das ist das Ziel der Staatengemeinschaft, verabschiedet 2015 in Paris von 194 Staaten, die zum ersten Mal sich in die Augen geguckt haben und gesagt haben, na, irgendwie tragen wir alle dazu bei. Und wir alle müssen entsprechend auch einen Beitrag leisten, das Klima zu schützen. Und sie haben jetzt freiwillige Aktionen vereinbart. Das reicht alles noch nicht, um Richtung 2 Grad zu gehen. Aber ein wichtiger erster Schritt, um überhaupt eine Chance zu haben, dieses Ziel zu erreichen. Und zwar ja, vielleicht können wir da noch genauer drauf eingehen, weil ich möchte jetzt auch nicht hier die Horrorszenarien entwerfen, wie schrecklich das alles werden kann, sondern dann eben auch eher und in die Richtung forschen Sie auch, und Sie beschäftigen sich lange damit, was wir tun können, was getan werden muss, damit es eben möglichst gar nicht so weit kommt. Also ich glaube, dass das auf keinen Fall erreicht wird, das Ziel. Das hat ja nichts mit Horror, das hat was mit Realismus zu tun. Und dass wir auf Geoengineering-Maßnahmen nicht verzichten werden können. Darauf wird das hinauslaufen. Was sind Geoengineering-Maßnahmen genau? Ja, dass wir versuchen, also das bedeutet Klimabeeinflussung aus Menschenhand. Wir haben dazu die Möglichkeit, die Reflexionsrate, also strahlungsphysikalisch einzugreifen. Wir können die Strahlung auf die Erde verringern. Mhm. Das hört sich jetzt sehr nach Science Fiction an, aber wie wichtig die Farbe der Erde ist, sehen wir ja daran, wenn zum Beispiel wir über das 2-Grad-Ziel hinausschießen, da Grönland sein Eis verliert, bleibt eine dunkle Fläche übrig. Und ich behaupte, diese dunkle Fläche oder die Verdunkelung der Erde ist viel schlimmer als der Meeresspiegelanstieg, weil es wird einfach mehr Sonnenstrahlung dann in Wärmestrahlung. Das sind diese Verstärkungseffekte, von denen er sprach. Sie sehen das ja jetzt schon. Warum erwärmt die Arktis sich so stark? Weil das Meereis weggeht. Was bleibt übrig? Eine dunkle Meerwasseroberfläche. Also wird mehr Sonnenstrahlung in Wärmestrahlung umgewandelt. Und deshalb galoppiert der Effekt dann weg. Und das 2-Grad-Ziel dient ja, hat er eben angedeutet, nicht nur, dass wir uns vorstellen, dass wir uns dann an diese wärmere Welt anpassen können. Nein, das 2-Grad-Ziel dient auch dazu, dass diese Selbstverstärkungseffekte nicht ausgelöst werden. Mhm. Sie sprachen ja schon an, Permafrost, Sibirien, Grönland. Und die Farbe der Erde verändert sich. Das ist die gefährlichste
glaube ich, Rückkopplung, die es gibt. Nicht nur die Gletscher werden weniger, auch vor allen Dingen, wenn jetzt die Westantarktis, da redet ja keiner drüber, aber in den Fachzeitschriften ist das schon ein Riesenthema. Die Westantarktis gilt als verloren. Mhm. Das sind auch ein paar Meter. Mhm. Es ist schwierig, die Dinge realistisch zu beschreiben in den Medien, weil man ja auch aus der soziologischen, psychologischen Forschung weiß, die Horrorszenarien wirken gar nicht. Aber was machen Sie, wenn die Horrorszenarien drohen? Also das ist schwierig, die Dinge zu vermitteln. Ich würde ganz gerne ein bisschen Optimismus rein, weil viele der Dinge teile ich unbedingt, die gesagt worden sind. Also wir haben jetzt, schauen wir auf die Fakten nochmal, wir haben jetzt schon eine messbare Temperaturerhöhung seit Beginn der Industrialisierung in der Größenordnung von 0,9 bis 1 Grad Celsius. Wir wissen jetzt, selbst wenn wir sofort aufhören würden zu emittieren, dass wir sozusagen noch eine weitere Erhöhung on top obendrauf kriegen von einigen Zehntel Grad Celsius. Das heißt, wir marschieren schon sehr stark in Richtung dieses 2 Grad Celsius Ziels, mal vom 1,5 Grad Celsius Ziel, was in Paris auch noch diskutiert worden ist, ganz zu schweigen. Und dass selbst wenn wir heute sofort aufhören würden, von über Nacht quasi keine Treibhausgase mehr zu emittieren. Und das macht natürlich die Erreichung einer solchen 2 Grad Celsius Ziels nicht einfacher. Ich bin trotzdem ein bisschen optimistischer, nicht unbedingt, was jetzt die genaue Zielerreichung auf die Kommastelle anbelangt, aber dass wir uns zumindest in der Größenordnung bewegen können, weil sich viel getan hat bei den Optionen, die wir im Portfolio haben. Die wesentlichen Optionen sind vor allen Dingen tatsächlich der deutliche Ausbau der erneuerbaren Energien, was ja nicht nur bei den Stadtwerken Bonn gemacht wird, sondern weltweit gemacht wird und das heute unter Rahmenbedingungen, die wir uns vor ein paar Jahren nicht hätten vorstellen können, nämlich dass diese erneuerbaren Energien, gerade Solarstromerzeugung, Windstromerzeugung, wettbewerbsfähig geworden ist durch Masseneffekte. Und die größten Investitionen trägt im Moment an Land, was auch der größte Emittent für Treibhausgasemissionen ist, nämlich China. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre in China ansieht, ist eine solche dermaßen Dynamik an Sätzen auf neue Optionen, auf erneuerbare Energien, an Sätzen auf Standards im Bereich der Energieeffizienz, dass ich ein bisschen optimistischer bin, als ich das vor 5 Jahren vielleicht noch gewesen wäre, was die Geschwindigkeit im Klimaschutzbereich anbelangt, weil uns einfach die Kostendegression, die Kostenreduktion hier in die Karte spielen. Trotzdem müssen natürlich alle mitmachen. Ja, und wäre das nicht vielleicht eine Chance, dass der Industriestand, auch der Technologiestand, auch Deutschland, um nochmal eine Wirtschaftsfacette reinzubringen, diese Chance nutzen würde, um nach vorne zu kommen und um irgendwann unsere Technologien oder das, was wir entwickeln, nicht nur für uns anzuwenden, sondern sogar exportieren zu können? Ja, unbedingt. Ich meine, das machen wir zum Teil ja auch, indem wir wirklich ganz hervorragende, nicht nur Forscher haben, sondern ganz viele Unternehmen haben mit einer extremen Kompetenz, die heute schon in den Weltmärkten sind und die natürlich davon profitieren, dass wir in Zukunft noch wachsende Weltmärkte für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz haben, für Elektromobilität und viele andere Dinge mehr, die man jetzt nennen könnte. Trotzdem bin ich ziemlich traurig, dass in den letzten 10 Jahren so ein bisschen die Zeit verpennt wurde, wenn ich es mal drastisch ausdrücken will, in Deutschland. Wir haben im letzten Jahrzehnt und auch vor allen Dingen in den 90er Jahren wirklich ziemlich Geschwindigkeit aufgenommen, was die spezifische Reduktion der Treibhausgasemissionen in Deutschland anbelangt. In diesem Jahrzehnt haben wir im Prinzip ein relativ konstantes Niveau. Das pendelt mal ein bisschen drauf, ein bisschen runter. Also der Trend der Reduktion hat sich nicht fortgesetzt, weil wir im Wesentlichen keine wirklich fortschrittliche Klimapolitik mehr machen in diesem Land. Wir haben eine Energiewende ohne Emissionswende. Genau, wir haben eine Energiewende, wir steigen aus der Kernenergie aus, wir sorgen aber nicht für den geordneten Einstieg in anderen Bereichen, im Stromsektor noch einigermaßen, aber im Wärmesektor nicht, im Mobilitätssektor nicht. Und lass mich den Mobilitätsbereich mal rausgreifen, weil das ist so ein bisschen das Sorgenkind. Von 1990 bis heute haben sich die Emissionen im Verkehrsbereich um 0,0% geändert. Verringert. Insgesamt in Deutschland um 27%, im Bereich der energieintensiven Industrie, die immer gerne in Pranger gestellt wird, um 36%. Im Gebäudesektor und ähnlichen Größenordnung im Verkehrsbereich ist nichts passiert. Trotz. Könnte man, Herr Westphal, um Sie noch mal einzubinden, könnte man da nicht noch so ein bisschen dran drehen, dass da noch mehr passiert? Ich bin da ganz dabei. Da muss was passieren, weil am Ende reden wir, glaube ich, alle über unsere Lebensgrundlagen. Und da muss einfach
was passieren. Und wir versuchen ja auch zum Beispiel im ÖPNV-Sektor eben mit dem ganzen Thema der Stärkung der Elektromobilität in der Frage auch dann ein Stück weit einen Beitrag zu leisten beziehungsweise Themen auszuprobieren, die eben dann am Ende darauf einzahlen, dass eben auch im Verkehrssektor CO2-Reduktion stattfindet. Denn Sie haben eben mehrfach auch angesprochen, welche wirtschaftlichen Implikationen das Thema hat. Das gilt ja für die Stadtwerke, wenn ich jetzt da nochmal den Fokus auf Energieversorgung lenke, genauso. Also wenn ich mir je nach Szenario vorstelle, dass hier die Olivenbäume wachsen, dann wird ja auch unsere Absatzsituation eine ganz andere sein als die, die das heute ist. Ich habe in der ganzen Diskussion selber auch gelernt, dass man auf diese ganzen sich auch widersprüchlichen Effekte ein Stück weit natürlich beachten muss und darauf Rücksicht nehmen muss. Wenn ich da auch an Ihren Artikel noch von vor gar nicht langer Zeit zum Golfstrom, also zum möglicherweise Abreißen des Golfstroms, wenn ich da noch mal drauf fokussiere, dann ist das natürlich auch schwierig, genau so ein Szenario zu beschreiben, weil welche Effekte werden uns in Bonn denn treffen? Sind das eben allgemeine Erwärmungseffekte oder gibt es möglicherweise eben genau auch kontraproduktive oder eben gegenläufige Effekte, wo man dann eben feststellt, na gut, vielleicht ist der Winter vielleicht sogar doch auch noch kälter, also als den, den wir heute haben, weil auf einmal ganz andere Effekte auch noch wieder dazukommen. Also insofern sich da auch als Unternehmen vor Ort darauf einzustellen und zu sagen, gut, ne, wie können wir dann auch in 10, in 15, in 20 Jahren noch Geschäft machen, auf der einen Seite ist die spannende Frage und auf der anderen Seite, glaube ich, gerade als lokal verantwortliches Stadtwerk auch natürlich die Frage zu beantworten, was können wir zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen beitragen. Und da spielt auf jeden Fall der ÖPNV-Sektor eine wesentliche Rolle, wo wir eben auch versuchen, über Elektromobilität unseren Beitrag zu leisten. Wir kommen schon langsam, leider, die Zeit rast dann doch immer zum Ende. Aber zum Schluss würde ich von Ihnen noch mal gerne wissen, Sie sind alles Experten auf die eine oder andere Weise. Und es tut sich ja dann doch, wenn man sieht, wie lange das Thema Klimawandel, Treibhausgase, Ozonloch akut ist, aktuell ist. Haben Sie den Eindruck, bei den Menschen, die eben nicht Experten sind und sich damit nicht so viel beschäftigen, hat das Umdenken wirklich begonnen oder brauchen wir erst noch ein Fukushima, ein Dieselgate, irgendwelche weiteren Katastrophen, sage ich mal, damit die Leute wirklich wach werden und jeder sagt, so jetzt gucke ich auch mal, wo ich was tun kann. Einmal rundherum. Ja, ich glaube, es ist ein psychologisches Thema und die Leute glauben, das betrifft ihre Generation nicht, es betrifft auch nicht die nächste, glauben einige, könnten sich irren, keine Ahnung. Ich glaube, das muss von der Politik und der Wirtschaft vorgegeben werden, das ist natürlich schwierig in Demokratien, aber wir lernen ja aus den letzten 20 Jahren, dass die Trägheit von Politik und Wirtschaft mindestens so träge ist wie die des Klimasystems an sich. Und insofern glaube ich, ich sehe das als realistisch an, nicht als Horrorvision. Wir werden das Thema in den Griff kriegen, aber nur über künstliche Maßnahmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch jeder für sich selber überlegen muss, welchen Beitrag er da leisten kann. Das andere wird das begleiten, muss auch stattfinden, gar keine Frage. Aber ich würde mir wünschen, dass immer mehr Menschen auch für sich selber hinterfragen, was tue ich denn? Und ne, wenn ich eine Fernreise mache, okay, ne, dann habe ich vielleicht meine CO2-Bilanz irgendwo belastet. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das ein Stück weit zu kompensieren und eben da einfach auch Dinge zu tun. Bis hin zu dem Thema, ne, fahre ich morgens mit dem Auto zur Arbeit oder kann ich nicht Bus und Bahn nutzen, kann ich nicht das Fahrrad nutzen, je nach Wettersituation, je nach auch Distanz zur Arbeit. Klar. Natürlich, klar, das ist keine Lösung für alle, aber ich glaube, da muss auch jeder für sich selber irgendwo überlegen, was er dazu beitragen kann. Denn nochmal, wir reden über unsere eigenen Lebensgrundlagen und jeder, der Kinder hat, sollte sich, glaube ich, also nicht nur die, aber insbesondere die sollten sich mit der Frage beschäftigen. Ja, also ich finde, das ist natürlich einerseits sicher richtig, dass Politik und Wirtschaft verantwortlich sind, aber man sollte das auch nicht sozusagen dann darauf abschieben. Jeder Einzelne kann ja, insbesondere wenn es ums Thema Verkehr geht, was machen. Man kann ganz einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und da muss man halt mal vielleicht den inneren Schweinehund überwinden, um das zu machen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht einfach immer nur sagen, ja, ich kann nichts tun, die anderen sind schuld, sondern da sollte man einfach mal selber was machen. Einen kleinen Anfang. Ich denke, dass gerade die Wirtschaft aber eher einen beschleunigenden Beitrag leisten kann, dass wir zum Klimaschutz kommen, weil nochmal viele der Technologien, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, heute wirtschaftlich sind und damit auch eingesetzt werden können. Idealerweise begleitet durch intelligente politische Rahmenbedingungen. Und da sind wir bei der
Träger der Systeme, gerade in Deutschland eingebettet in einen komplexen europäischen Kontext mit vielen unterschiedlichen Perspektiven, ist das nicht einfach. Da braucht es einen konsistenten und auch mutigen Politikrahmen. Aber es braucht natürlich auch uns alle, die bereit sind, auch über unsere Lebensstile ein Stückchen weit nachzudenken, was nicht immer Verzicht bedeutet, sondern ein bisschen Sensibilität. Und ich sage es mal ganz, ganz plakativ, man muss ja nicht mit panzerähnlichen Fahrzeugen zum Bäcker fahren, sondern das kann man vielleicht ja auch mit dem Fahrrad machen oder mit einem kleineren Auto. Und insofern ist das so ein typisches Beispiel, wo wir auch bei uns selber anfangen können. Also jeder kann und sollte bei sich selber anfangen und Politik und Wirtschaft tun dann hoffentlich das Übrige. Meine Herren, ich danke Ihnen für diese interessante Stunde. Ich danke Ihnen fürs Herkommen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind beim dann 33. Bonner Wirtschaftstalk. Vielen Dank und auf Wiedersehen.